So, jetzt noch ein kurzes Video zum Thema Apple Xerox Teamwork. Er druckt wieder mit den Printer Presets. Ich habe das nochmal alles abgecheckt, die ganzen Druckerdialoge. Das sieht gut aus, vorne und hinten mit den Fasskreuzen. Das passt. Color Sync stimmt ziemlich genau. Bin zufrieden mit den Druckergebnissen. Jetzt erkläre ich euch noch kurz, wie man das am besten einstellt. Da gibt es auch so wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten. Command P, kommt da was? Command P. Mag er gerade nicht, gut, war nicht aktiv oder was auch immer. Also Print. Genau, also was mich noch stört an dem Ganzen, ist so dieser ganze Druckdialog. Ne? Also man hätte am liebsten ich weiß nicht, so User Interface Design, ne? Wie macht man es jetzt am schlauesten? Am besten Dienst einfach durch zwei teilen. Ne? Hat man hier wenigstens so eine Menüleiste und hier das noch ein bisschen länger. Dass man mal dieses ganze Printer-Dialog und InDesign-Print-Dialog und Photoshop Print-Dialog, es ist ja, sieht ja überall anders aus, dass man das mal ein bisschen einheitlicher macht, finde ich. Jetzt erstmal generell zu den Einstellungen. Ich würde Paper Size, das würde ich Define by Driver irgendwie machen. Also ihr stellt hier, die nervt auch, die Box, hier den Drucker und das Papierformat, ne? Fertig. Und dann stellt ihr hier ein Define by Driver. Hier darauf achten, dass es 100% ist. Gut, Centered ist gut für Registration, Crop Marks. Dann, das ist jetzt für Passkreuze. So drucke ich das immer. Color Management, Document, das ist das sRGB und dann LED InDesign. Printer-Profil, nämlich einfach das RGB-Profil, fertig. Ne? So würde ich das einstellen. Und jetzt kommt aber noch, also man hätte das irgendwie, ich hätte es gerne, wie gesagt, der ganze Druckdialog gefällt mir so nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe jetzt mal so in so ein Software-Meeting mit lauter Entwicklern und sage, es gefällt mir nicht. Gut, also da wählt man ja schon einen Drucker aus, dann könnte man theoretisch ja auch da schon ein Printer-Preset auswählen. Print-Preset, das geht jetzt da nicht. Das habe ich über Printer. Und dann gibt es halt noch diese ganzen, nochmal die ganzen Einstellungen für den Drucker selber. Mit dem Preset für den Drucker. Da gibt es dann noch mal lauter Reiter. Das ist aber jetzt nicht so die Printer-Options sind eigentlich die wichtigsten mit der ganzen Geschichte. Da solltet ihr Color Sync auswählen. Jetzt hier in dem Preset habe ich die Mehrzweckkassette ausgewählt. Und bei Xerox Features ist das jetzt hier doppelseitiger Duplex-Druck auf Heavy White Paper. Das ist eine wichtige Einstellung. Das ist eine wichtige Einstellung. Das ist, kann so bleiben, wie es ist. Und dann geht ihr noch zu Advanced. Und da stellt ihr ein Use Pure Black. Und allow software to manage halftones, allow software to manage spot colors. So würde ich das machen. Ich war ja schockiert, ne, dass Adobe jetzt die ganze Pantone-Palette abgeschafft hat.
grausam, ne? Deswegen bleibt erstmal bei, würde ich vorschlagen, bei 2020. Das geht so gar nicht. Also wenn ich Apple wäre, würde dann Adobe sagen, ja gut, dann schalte ich eure Software ab. Weil das geht so gar nicht. Also Farbskalen rausschmeißen aus jahrzehntelang Drucktechnik, also macht man nicht. Punkt. So, das sind so die wichtigsten Einstellungen, die ihr machen solltet. Das ist ein bisschen verwirrend. Da muss man hier Print drücken, damit dann die Einstellungen übernommen werden. Und dann nochmal Print. Ne? Und so kommt es dann am Ende raus. Also das sind so die Einstellungen, die ich verwende, um so das beste Output geht. Aber ich habe jetzt den Printer nochmal kalibriert. Weiß jetzt nicht, kann euch nicht sagen, ob es daran lag, dass jetzt die ganzen Presets auf einmal nicht mehr funktionierten. Ich habe jetzt den Printer nochmal kalibriert und jetzt funktionieren meine Xerox-Presets wieder. Vielleicht ist das so ein kleiner Hinweistipp, wenn ihr irgendwelche, wenn bei euch irgendwelche die ganzen Presets-Einstellungen auf einmal nicht mehr gehen. Also ich habe das halt so für mich angelegt, ganz diszipliniert unterschiedliche Presets für genau diesen Drucker, damit ich dann nicht jedes Mal den Kopf zerbrechen muss, wenn ich jetzt was drucke, aus welcher Papierkassette. Jetzt zu dem Thema Entwicklung. Also man hätte das eigentlich am liebsten, also nicht extra Pop-up, Pop-up, Pop-up und dann noch irgendwie Aufklapp, Aufklapp, Aufklapp. Ne? Das ist anstrengend, finde ich. So ein User-Interface-Konzept von irgendwie so zwei Hälften. Also das ist irgendwie, gefällt mir so nicht, finde ich. Muss ich jetzt mal sagen, Apple und Adobe, mir gefällt es nicht, das ist zu wust. Ne? Mit diesen, kapier es nicht so, also es ist nicht ein, es ist zu kompliziert, es kann, geht auch einfacher. Also am liebsten hier InDesign Settings, dann kommt hier eine Leiste, einen Trenner. Print Options, ne? Und dann sind da die Menüpunkte für den Xerox Printer werden da aufgelistet. Also wenn ich da oben schon Xerox Printer ausgewählt habe, dann kommt da Presets, dann kommt der nochmal Copies, das kann ich ja da einstellen noch unter General, also das ist teilweise so ein bisschen doppelt gemoppelt dann. Also da sollten sich Entwickler mal überlegen, was kann man davon jetzt rausnehmen und dann in so ein Fenster transferieren, statt hier das alles nochmal doppelt gemoppelt aufzulisten. Und ich weiß nicht, weil entscheidend sind eigentlich diese, die sind entscheidend. Also dann müsste halt irgendwie Entwickler, dann müsste halt hier einen Trenner machen. Printer Settings oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sind hier die Presets, dann meinetwegen Copies, dann Layout, dann Paper Handling, dann Printer Options, Printer Info. Ne? Dann hat man das wenigstens in einem Fenster. Und nicht so in Pop-up-Pop-up-Fenstern. Also dann hat man dann, es sieht irgendwie aufgeräumter aus, ne? Und dann kann man ja da noch eine Spalte dazu tun. Da sieht man dann, ja, wie sieht es denn später dann auch? Wie soll es denn aussehen auf dem Papier, ne? Wenn ich Crop Marks auswähle, dann kommen halt da die kleinen Crop Marks da rein. Ob es Center ist oder ob es nicht Center ist, das sieht man dann halt hier in so einem Preview-Fenster. Ne? Es ist ja im Dateibrowser, ist es ja auch nicht anders. Dann macht es doch halt so genauso. Das war jetzt eine kurze Erklärung, wie man das vielleicht ein bisschen einfacher machen könnte als so eine Wildrüben-Krautkultur. Aber das jetzt mal zum Thema Druck Adobe. Apple, Druckdialoge, Printer, Presets,
Ist ja für jeden Drucker ist es ja natürlich ein bisschen anders wahrscheinlich. Die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, dann hätten hier zumindest in einem Fenster die Entwickler, Third-Party-Entwickler, da ihren Bereich, ne? Da oben ist es für Adobe und da unten ist der Menübereich für den jeweiligen Druckerhersteller und dann wird das hier alles in dem Bereich dargestellt und hier rechts sehe ich dann sozusagen live, wie es dann aussieht, ob da Crop Marks mit drauf gedruckt werden sollen oder Registration Marks oder ob es Landscape ist oder Porträt oder ob centered gedruckt werden soll oder nicht centered, also das könnte er dann da live darstellen, ne? So Preview-mäßig. Also das war so eine Keynote für eine schnelle Entwicklerkonferenz WWDC 2000XX, um mal so ein bisschen zu erklären, wie man sich das als Anwender eigentlich vorstellt, ne? Das ist so ein bisschen noch bisschen chaotisch hier das ganze Menü mit diesen Pop-ups, Aufklapp, nicht Aufklapp Menüs. Vielleicht kann man da noch ein bisschen einfacher. Ne? Simplicity is the challenge. Das ist making things complicated is easy. Making things easy is complicated for developers. Ne? Deswegen, that's the challenge.